Ich heiße Christian Rentschler, bin Kreativdirektor bei der Agentur Kollereb in Hamburg und mein Beitrag befasst sich mit dem Thema vom Ideenpapier zum Grobkonzept. Das Ideenpapier ist eines der wichtigsten Konzeptpapiere im Agenturalltag, da es darum geht, quasi die eigenen Ideen aufzuschreiben, diese agenturseitig oder auch beim Kunden präsentieren zu können. Und anhand des Ideenpapiers werden letztendlich auch die guten von den schlechten Ideen getrennt bzw. die besten Ideen ausgewählt. Ein gutes Ideenpapier ist vom Aufbau insofern identisch, dass es die wesentlichen Bestandteile beinhaltet. Dazu zählt zum Beispiel der Name, der Titel der Idee. Der sollte womöglich so sprechend sein, dass alle Beteiligten schon Lust auf die Idee bekommen und sich darunter schon etwas vorstellen können. Dann folgt nach dem Namen und Titel meist ein Insight, also eine Herleitung einer Idee, die das Ganze stützt und die Zwinglichkeit darstellt. Danach folgt die eigentliche Ideenbeschreibung, gefolgt von einer Umsetzungsskizzierung und optional kann ein Ideenpapier auch Moods beinhalten. Der Insight ist ein englischer Begriff und steht für Herleitung einer Idee. Diese kann sich auf verschiedenen Fakten berufen, zum Beispiel Statistiken und Trends, quasi wie hat sich die Mediennutzung zum Vorjahr geändert, wohin gehen die Trends quasi bei den verschiedenen Zielgruppen, welche Themen werden für die immer interessanter oder welche Endgeräte werden auch häufiger genutzt. Aber man kann sich bei einem Insight auch direkt auf Erhebungen und Befragungen berufen, die man zum Beispiel agenturintern oder die auch beim Kunden direkt durchgeführt werden. Danach folgt die Ideenbeschreibung, das ist natürlich der Kern eines Ideenpapiers und hier ist es ganz wichtig, dass man kurze und prägnante Formulierungen wählt, damit eben schnell auch Ideen abgestimmt werden können, dass man nicht zu viel lesen muss. Die Idee sollte so formuliert sein, dass sie eben einfach verständlich ist und selbsterklärend ist. Man sollte versuchen, nur die Kernidee zu beschreiben und nicht zu sehr auszuschweifen. So eine Faustregel ist eigentlich, dass 2 bis 3 Sätze ausreichend sind für eine gute Ideenbeschreibung. Danach folgt im Ideenpapier die Umsetzungsbeschreibung. Hier geht es nicht darum, jeden Kanal und jede Maßnahme schon auszuklammbüseln, sondern es geht darum, quasi wirklich auf die wichtigsten Maßnahmen und Kanäle einzugehen, die einem einfach eingefallen sind schon bei der Ideenfindung. Moods bedeutet aus dem Englischen übersetzt Stimmung und mit Moods versucht man quasi innerhalb eines Ideenpapiers die Idee quasi emotional zu stärken. Das kann durch verschiedene audiovisuelle Inhalte oder auch durch klassische Inhalte wie zum Beispiel Scribbles, Skizzen, Fotos oder Fotokollagen geschehen, aber eben auch durch audiovisuelle Inhalte wie Moodfilme oder Auditivinhalte wie Musik und Sounddesign. Nachdem anhand der Ideenpapiere die besten Ideen ausgewählt worden sind, gehen diese an den Kunden und gemeinsam mit dem Kunden entscheidet man sich dann für die Ideen, die letztendlich auch in die nächste Phase kommen, das Grobkonzept. Am Anfang eines Grobkonzeptes geht man auf die Ausgangslage ein, auf die Ausgangssituation aus dem Kundenbriefing. Danach beschreibt man nochmal die Zieldefinition, die man sich agenturseitig gestellt hat, beziehungsweise die aus dem Kundenbriefing hervorgeht. Und danach folgt es dann schon die detaillierte Ausarbeitung der eigentlichen Idee. Dazu zählt der Ablaufplan in Form von einem Ablaufdiagramm oder einem Flowchart. Anhand dessen kann man komplexe Prozesse einfach darstellen, visualisieren. Oder bei einem Website-Relaunch oder einem Website-Launch ist es natürlich hier an dieser Stelle eine Sitemap, die einfach so auf die wichtigsten Punkte und Unternavigationspunkte einer Website eingeht. Danach folgt die Beschreibung der wichtigsten Bestandteile und Phasen. Bei einer Web-Anwendung ist es zum Beispiel die wichtigsten Seitentemplates, die jeweiligen Inhalte, die darauf definiert werden. Man geht schon auf die Funktion ein und beschreibt diese detailliert. Und letztendlich macht es auch Sinn, im Grobkonzept schon die ersten Layouts mit zu inkludieren, damit man sich den Look und Feel einer Webanwendung besser vorstellen kann. Abschließend auf den letzten Charts eines Grobkonzeptes ist es ganz gut, wenn man hier nochmal auf die technischen Rahmenbedingungen eingeht und diese definiert. Das heißt, hier kann man im Grobkonzept einfach schon mit den technischen Dienstleistern sprechen, die einem schon mal die Limitationen und Herausforderungen schildern können, beziehungsweise dass man schon den Rahmen abstecken kann, was möglich und nicht möglich ist. Dann sollte man im Grobkonzept schon auf Besonderheiten eingehen, die es dann noch zu klären gilt. Teilweise ist es natürlich so, dass man zur Abgabe eines Grobkonzeptes vielleicht noch nicht alle Inhalte ausdefiniert hat und deshalb Besonderheiten auch in das Feinkonzept nochmal wandern, weil hier Dinge noch geklärt werden müssen, sowohl kundenseitig, aber auch agenturseitig. Und es macht Sinn, dass man ins Grobkonzept auch noch eine Teamaufstellung mit den wichtigsten Ansprechpartnern zur Verfügung stellt, damit der Kunde einfach weiß, wer im Umsetzungsprozess der richtige Ansprechpartner ist. Abgerundet wird dann ein Grobkonzept durch eine Kostenkalkulation, damit man nochmal dem Kunden genau darstellen kann, wie teuer eine Ideenumsetzung ist. Und es bietet sich auch an, hier dann zum Schluss nochmal auf die Definition der wichtigsten Schritte einzugehen, sodass man weiß, was sind eigentlich die nächsten zeitlichen Milestones und was sind die nächsten Ausarbeitungsschritte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ideenpapier die Aufgabe hat, Ideen zu präsentieren, den Anwesenden in der Präsentation die Möglichkeit gibt, Ideen miteinander schnell zu vergleichen und letztendlich eine Auswahl zu treffen und diese zu bewerten. Das Grobkonzept ist letztendlich die Umsetzungsbeschreibung einer konkreten Idee und man hat hier die Möglichkeit, einfach detaillierter eine Idee zu beschreiben, und ein Grobkonzept bildet die Grundlage für das Feinkonzept.